Jede Blume trägt ein Geheimnis. Ja, so heißt unsere neue CD. Und wenn du dich jetzt fragst, wieso jetzt eigentlich Geheimnis, was hat es damit auf sich, dann erlaube, dass ich dir einen kurzen Text aus dem Booklet dieser CD vorlese, das etwas verständlicher macht, um welche Art Geheimnisse es hier geht. Jede Blume trägt ein Geheimnis. Möchtest du dieses Geheimnis ergründen? Dann lass mich dich einweihen in die tieferen Zusammenhänge. Ein Geheimnis zu tragen bedeutet, etwas zu wissen, was für andere noch verborgen ist. Es bleibt dem allgemeinen Wissen entzogen, weil es nicht zu jeder Zeit für alle gedacht ist. Und doch darf es anvertraut werden. Denjenigen, die sich mit offenem Herzen nähern und in Resonanz zu gehen vermögen. Wie kommt es nun, dass ausgerechnet die Blumen zu Geheimnisträgern geworden sind? In Zeiten, da es für Menschen nicht mehr selbstverständlich ist, sich mit der tiefen Dimension des Lebens zu verbinden, ist es wichtig, dass das alte Wissen an einer Stelle aufbewahrt wird, wo es wohl gehütet ist. Dort kann es ruhen, bis die Menschen sich erinnern. Daran, dass sie diejenigen sind, die diese Geheimnisse ergründen und zur Sprache bringen können, weil sie für ihre Ohren und Herzen bestimmt sind. Wir haben uns erinnert. Matthias hat aus dem großen Kosmos des Klangs, der uns alle umgibt, Melodien und Weisen gefunden, die ohne Worte davon sprechen, was uns alle ausmacht. Ich habe Worte gefunden für das, was uns als Ahnung und gefühltes Wissen umweht. Wie von selbst haben sich meine Worte in Reim und Sinn gefügt, um das, was an der Grenze des Unaussprechlichen zu erfassen liegt, ins Sprechen zu heben. Ja, und jetzt wird vielleicht schon auch klar und verständlich, warum auf unserer CD auch außen auf dem Cover keine Blumen zu sehen sind, sondern eben ein Foto von Matthias und mir, weil wir diejenigen sind, die diese Geheimnisse gehoben haben, weil jetzt die Zeit gekommen ist, sie auszusprechen. Ja, und wovon sprechen Sie denn nun diese Geheimnisse? Es sind tiefe Lebensweisheiten. Es geht um die großen Gesetze des Lebens. Es geht um den Zusammenhang von Tod und Leben. Es geht um ein tiefes, sehr ursprüngliches Geborgensein und Aufgehobensein. Es geht um ein Gefühl von, wie ist es, bei mir zu sein. Es geht aber auch um die Traum- und Fantasiedimension, die zu uns allen gehört, ebenso sehr wie unser klares alltägliches Wach- und Alltagsbewusstsein. Es geht aber auch um das Zusammensein mit anderen. Es geht um Liebe, um diese tiefe, erfüllende Liebe zum Leben, zu einem anderen Menschen, zu allen Menschen, dieses ursprüngliche Teilsein von etwas. Und ihr merkt schon, all diese sehr großen Themen, die wirklich jeden Menschen ansprechen, die sind hier poetisch zur Sprache gekommen und genauso eben auch in der Musik aufbewahrt, also in Klängen und Worten. Und so schließt dann auch das Booklet noch einmal mit einem Text über Musik und Poesie und über den Zusammenklang beider, warum eben ganz ursprünglich gesehen Musik und Poesie so nah beieinander wohnen und so sehr Teil von uns sind. Ich glaube, dass diese CD etwas wachzurühren vermag in dir, was mit dem du eigentlich ganz ursprünglich verbunden bist, was aber oftmals in deinem Alltagsbewusstsein vielleicht eher am Rande steht, weil, das kenne ich selber auch sehr gut, einfach viele Dinge zu erledigen sind, weil wir alle ja sehr eingebunden sind in Verpflichtungen, die wir uns selbst gewählt haben, die wir meinen, erfüllen zu müssen. Und die Gefahr dabei ist oft, dass eben dieses ursprüngliche zu sich kommen, über diese tiefen Dimensionen des Lebens nachzudenken, dass genau das zu kurz kommt.
Jetzt könntest du natürlich fragen, wieso ist das denn eine Gefahr? Ist doch ganz in Ordnung, wenn ich mich um mein Leben kümmere, meine Aufgaben, meinen Verpflichtungen nachkomme und das sogar noch sehr gut und sehr organisiert. Was kann denn besser sein als das? Und ich sage dir, ja, doch, es ist eine Gefahr, weil eben etwas auf der Strecke bleibt. Und ich sehe das so, dass gerade in unseren Zeiten, wo Menschen immer mehr dazu gebracht werden, sehr durchgetaktet zu funktionieren und ja, abzuliefern, so ein modernes Wort, da genau das zu kurz kommt, nämlich dieses tiefe bei sich selbst sein. Und nur das ermöglicht, sich wirklich zu fragen, was will ich eigentlich und wer will ich sein? Und da fängt dieses ganze Geheimnis nämlich an. Da offenbart es sich, dass das, was du bist, eben nicht nur Zufall, Schicksal, Gene oder sonst etwas sind, sondern dass du darüber entscheidest, dass du es wählst, dass du es gestaltest. Und um das wirklich ausführen und ausfüllen zu können, musst du erst einmal wissen, was du bist und wer du bist. Und ja, dazu kann diese CD ein Beitrag sein, dir zu helfen, hier anders Fuß zu fassen, dich selbst anders zu spüren und anders in Resonanz zu kommen mit dir und diesen tiefen Geheimnissen. Ich lege dir diese CD also wirklich sehr ans Herz, wenn du dir erlaubst, in diese eigene Stimmung, die wirklich alle von uns umgeben, in die wir immer wieder eintreten können, in diese Stimmungen mitgenommen zu werden, durch Worte, durch Musik, dich darin aufzuhalten, dich davon umgeben und berühren und bewegen zu lassen und dann verändert mit einer neuen Sichtweise, mit einem neuen Impuls, mit einer neuen Idee oder auch mit einem tieferen Selbstgefühl weiterzugehen in deinen Alltag. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und gerne auch mal hineinhören möchtest, geht das demnächst auf unserer Homepage unter www.kipia.de, kannst du hier Tonbeispiele hören und du kannst ab jetzt auch diese CD bei uns erwerben. Schreib uns dazu einfach eine kurze Mail unter info@kipia.de. Die CD gibt es nur bei uns, wir vertreiben sie selbst. Oder ruf uns an, die Telefonnummer und weitere Kontaktdaten stehen alle auf unserer Homepage www.kipia.de und wir freuen uns sehr auf dich und dann auch gerne einmal deine Rückmeldung, wenn du die CD gehört hast. Das ist immer besonders schön, dann auch zu hören, wie sie wirklich in Resonanz geht mit denen, die ihr lauschen. Für heute danke fürs Zuhören.